Hier ist der Plöner See und jetzt geht es erstmal Richtung Plön nochmal das Schloss anschauen. Ja, jetzt hat ein leichter Nieselregen eingesetzt, ist aber gar nicht schlimm, das wirkt eher entspannt. Und hier ist unser zweites Lager aufgeschlagen. Herzlich willkommen bei Tag 3 von unserem Subventure. Heute führt uns die Reise von Preetz bis nach Kiel, wo dann unser Zielort ist. Und von Kiel müssen wir dann natürlich mit der Bahn noch wieder zurück zum Start nach Eutin. Das also heute geplant, deshalb sind wir etwas früher dran. 8.30 Uhr haben wir es jetzt erst und für uns geht es jetzt hier in Preetz schon wieder auf das Wasser. Auf dem Rosensee, das ist kurz vor der Bundesstraße und auch kurz vor dem Punkt, wo wir dann 1,5 Kilometer die Subboards umsetzen müssen. Wenn ihr auf dem Wasser einfach immer weiter geradeaus paddelt, kommt ihr irgendwann unübersehbar auf ein Elektrizitätswerk zu. Da geht unsere Fahrt jetzt nicht weiter. Das heißt, links daneben müssen wir die Subboards jetzt umsetzen. Und das ist leider jetzt die längste Stelle zum Umsetzen. Nämlich ganze 1,5 Kilometer müssen wir die Subboards samt Ausrüstung jetzt tragen. So, wir sind jetzt gerade hier bei der Umtragestrecke, haben ein bisschen Probleme, alles vernünftig zu tragen. Also man sollte sich wirklich überlegen, wie man alles verpackt, dass man nicht zu viel kleine Drybags hat, weil alles muss irgendwo hin und alles muss man hier bei der Schwentine jetzt 1,5 Kilometer tragen. Ist zwar ganz nett durch den Wildpark, aber ist natürlich mit den Boards und dem Gepäck dann doch auch ziemlich anstrengend. Wir wandern jetzt noch ungefähr 1,1 Kilometer. Und dann sehen wir uns am Wasser wieder. Wir haben es geschafft, wir haben die Stand-Up-Paddleboards jetzt die 1,5 Kilometer hier um das Kraftwerk und das Naturschutzgebiet umgetragen. Es funktioniert also ohne Bootswagen, es ist allerdings unglaublich anstrengend. Wir haben eine Stunde gebraucht, alles zu transportieren. Wir haben aber zwischendrin im Wildpark auch noch die Lamas gefüttert, weil man ja mitten durch den Wildpark geht. Jetzt geht unsere Tour auf der Schwentine aber weiter. Die letzten 7 bis 8 Kilometer bis nach Kiel warten. Wake up at mine. Same question always. I'm getting tired. We could have breakfast.
So, wir sind jetzt mehr oder weniger am Ende der Schwentine angekommen. Hier ist Kilometer 0 von der Schwentine und in die Richtung geht es dann nach Eutin, da sind wir gestartet. Also wir sind jetzt in Kiel angekommen. Wir wollen aber jetzt natürlich noch einmal zumindest bis zur Kieler Förde und dafür müssen wir hier noch die Bootsgasse runter. Ankunft am Zielort in Kiel. Wir sind tatsächlich jetzt noch die Kieler Förde runtergepaddelt. Wir haben mit anderen gesprochen, dass man das machen kann. Und ja, jetzt sind wir tatsächlich mitten in Kiel. Und das Gute ist, direkt hinter uns ist auch schon der Hauptbahnhof. Das heißt, wir haben unser Subventure geschafft. I don't mind staying up all night, 'cause I came to get it right. Ja, wir können die Boots natürlich nicht so mit in die Bahn nehmen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder die Luft rauslassen. Nach den 3 Tagen ist das erste Mal, dass wieder die Luft rauskommt. Rollen wir die Boots zusammen und tragen die ohne Tasche Richtung Bahnhof. Und da sind die Boards auch schon zusammengerollt und so müssen wir jetzt irgendwie, ja, es sieht jetzt noch sehr viel aus, aber das müssen wir jetzt alles Richtung Bahnhof tragen. Ja, und dann haben wir es eigentlich geschafft. Da hinten ist ja auch schon. Das sind vielleicht jetzt 150, 200 Meter. Wir sind zurück in Eutin. Ich habe das Auto jetzt schon geholt vom Startort und jetzt laden wir nur noch die Sachen ins Auto und dann geht es endlich nach Hause. Wir sind wieder am Start und Endpunkt jetzt hier in Eutin angekommen. Heute war noch mal eine anstrengende letzte Etappe von unserem Subventure. Wir sind heute ungefähr 23 Kilometer gepaddelt. Wir sind dafür auch noch über die Schwentine hinaus, über die Kieler Förde bis nach Kiel in die Innenstadt gefahren. Die reine Fahrzeit mit Umtragen waren heute ungefähr 6 Stunden. Die Strecke war heute wieder ganz anders als die Tage davor. Es war richtig verwunschen, auch mit diesem Rosensee. Es war richtig idyllisch. Wir waren bis zum Umtragen die einzigen auf dem Wasser. Wir haben keine anderen Menschen gesehen. Und nach dem Umtragen wurde es langsam immer voller und voller. Und als wir dann schon fast in Kiel angekommen waren, waren viele Stand-Up-Paddler unterwegs, auch viele Kanufahrer unterwegs. Und es war dann nochmal eine ganz schöne Abwechslung. Das Umtragen war wirklich sehr anstrengend.
anstrengend. Man muss sich gut überlegen, ob man alle Sachen gut mitbekommt. Wir hatten da noch ein kleines Problem mit unserem großen Drybag. Der ist ein bisschen auseinandergepurzelt, sodass wir uns dann nochmal neu sortieren mussten. Der Weg ging durch einen Wildpark, der frei zugänglich ist. Das hat das Ganze so ein bisschen aufgelockert. Wir haben dann eine etwas längere Pause gemacht, dann nochmal die Lamas und die Ziegen gefüttert. Das tat dann auch nochmal ganz gut. Also das ist wirklich sehr nett, da durchzugehen. Aber es war wirklich sehr anstrengend. Wir haben davor eine Pause gemacht, danach eine Pause gemacht und nochmal gestärkt. Ja, das muss man sich wirklich gut überlegen, ob man das mit seinen Sachen hinbekommt oder ob man das dann irgendwie anders regeln kann. Ja, aber im Großen und Ganzen müssen wir sagen, es ist eine wirklich tolle Strecke, eine abwechslungsreiche Strecke, und auch am letzten Tag hat sich das halt nochmal gezeigt, dass sich eine Fahrt auf der Schwentine von Eutin bis nach Kiel auf jeden Fall lohnt. Man erlebt viele Sachen, es ist auch mehr oder weniger auf Wasserwanderer ausgelegt, die Campingplätze waren darauf vorbereitet und so hatten wir tatsächlich drei wunderschöne Tage. Dazu kann man noch sagen, man muss ja nicht immer eine Subventure-Tour machen, wie wir das jetzt gemacht haben, die ganze Strecke in 3 Tagen. Man kann die natürlich auch beliebig verlängern oder verkürzen, aber man kann ja auch Tagesausflüge machen. Man kann sich ja eine Strecke, die wir gemacht haben, für einen Tag raussuchen und dann die von zum Beispiel Eutin nach Plön fahren. Ja, wenn euch das Video hier zu unserem Subventure hier auf der Schwentine gefallen hat, dann lasst wie immer gerne einen Daumen da. Und wenn ihr uns abonniert, würden wir uns auch sehr freuen, denn so können wir in Zukunft weitere coole Subventures, also viele Abenteuer für euch aufnehmen, viel unterwegs sein. Das hilft uns auf jeden Fall sehr. Ja, vielen Dank auch nochmal zum Schluss an den Surfshop Fehmarn und an Makayo, die uns die richtig coolen Boards zur Verfügung gestellt haben für die Tour. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Subventure-Tour. Tschüssi!